الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه كريم أما بعد. Meine verehrten Geschwister in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Dunya als eine große Prüfung für uns Menschen gegeben und Allah Jalla Jalalu subhanahu hat uns in dieser Dunya gegeben und hat uns in dieser Dunya ein Leben gegeben, damit wir geprüft werden. Wir kommen in diese Dunya und wir gehen von dieser Dunya. Diese Dunya, diese Welt, in der wir leben, sie ist sehr verführerisch. Und Imam Ghazali, rahmatullahi alayh, er erzählt das in einer Geschichtsform, die mir sehr gefallen hat, und das möchte ich euch mitgeben. Er erzählte einmal zu seinen Schülern, Imam Ghazali, rahmatullahi alayh, und sagte, es gab einen Jungen, und der lief durch den Dschungel. Warum ist der Junge gelaufen? Weil hinter ihm ein Löwe war. Und wenn ein Löwe hinter jemandem ist, dann läuft man, weil man Angst hat. Das ist auch menschlich. Und er guckt, er kann nicht links, er kann nicht rechts, weil der Löwe kommt immer näher. Aber er sieht einen riesen Brunnen. Was soll der machen? Er springt in den Brunnen rein. Dann guckt er, unten ist eine riesige Schlange. Aber da ist noch ein Seil. Weil jeder so Brunnen, Wasserbrunnen, die haben Seile. Und er hält sich an den Seil fest. Er guckt hoch, der Löwe. Unten die Schlange. Er hält sich fest und denkt erstmal nach. Eine Notsituation, sagt man dazu. Auf einmal kommen zwei Mäuse. Einer rechts, einer links, einer schwarz, einer weiß. Oh mein Gott. Der eine Maus fängt an zu knabbern. An dem Seil. Der andere Maus fängt an zu knabbern. An dem Seil. Subhanallah. Oben Löwe. Unter Schlange, die Seile werden geknabbert. Was soll der machen? Auf einmal sieht er in einer Ecke einen Bienenstock, sozusagen. Ein Stock nennt man das, wo die Bienen drin sind. Er steckt seine Hand da rein, holt sie wieder raus, sieht Honig. Er leckt an den Honig. Diese Süße von diesem Honig lässt ihn seine Sorgen vergessen. Er hat viele Sorgen. Löwe, Schlange, Mäuse, wird geknabbert, geht er hoch, wird er gefressen, geht er runter, wird er von der Schlange gebissen. Was soll der machen? Aber der Honig lässt ihn seine Sorgen vergessen. Der Sheikh, rahmatullahi alayh, möge Allah Jalla Jalalu ihm das Paradies geben, sagt, was ist die Moral von dieser Sache? So eine Geschichte ist nur eine Geschichte mit einer Moral, um jemandem etwas beizubringen. Der Löwe, sagt der Sheikh, ist der Tod. Al-Malik al-Maut. Der uns immer auf den Fers ist. Der kommt immer hinter uns her. Und der geht immer hinter dir her. Der Löwe kommt. Das ist der Tod. Der kommt dir jeden Tag näher. Du kannst laufen, laufen, laufen. Er kommt. Und er wird dich holen. Malik al-Maut, wie ich oft gesagt habe, hat eine Liste. Und diese Liste hat er nicht von sich. Die hat er von Allah Jalla Jalalu Subhanahu wa Ta'ala. Und auf diese Liste, wenn du geboren bist, wirst du auch eingetragen, wann er dich abholen soll. Wann er kommen soll und mit dir hat er einen Termin. Den Termin verpasst er nicht. Die Schlange, sagt Imam Ghazali, ist dein Grab, in dem du liegen wirst, in dem wir alle liegen werden. Ist das dunkle Grab oder das helle Grab? Das kannst du entscheiden. Du hast die Wahl. Du hast da draußen die Wahl, das zu entscheiden. Allah gab dir einen Verstand. Gott, der mich, dich erschaffen hat, hat einen Verstand gegeben. Denk nach, wie du ihn benutzt. Benutzt du ihn gegen dich oder für dich? Entscheide du. Das musst du selber entscheiden. Das Seil, wo der Junge sich festhält, ist dein Leben. Die Mäuse sind Tag und Nacht. Deswegen sagte ich, ein schwarzer und ein weißer Maus sind Tag und Nacht. Und was machen sie? Sie knabbern an den Seil. Tag und Nacht knabbern an unser Leben. Und sie knabbern, 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 dass jeder Tag, der vergangen ist, er kommt nicht mehr. Er kommt nicht mehr. Er ist vorbei. Der Tag ist vorbei. Und was war der Honig, der ihn alles vergessen lassen hat? Der Honig ist die Dunya, diese Welt, der Schmuck der Welt, der verführerische Schmuck
dieser Welt, der ihn alles vergessen lassen hat. Er hat ihn vergessen, Al-Malak al-Maut. Er hat ihn das Grab vergessen, die Schlange. Er hat ihn die Mäuse vergessen, die Tag und Nacht, weil es gibt Menschen, sie sind so verführt von dieser Welt. Er weiß nicht, ob Tag oder ob Nacht es ist. Und er hat ihn vergessen, dass irgendjemand an sein Leben knabbert. Dass es vorbei irgendwann ist. Er hat vergessen, dass er eine Aufgabe hat, dass er in dieser Dunya seine Moral findet. Dass er findet, wem der anbeten soll. Dass er findet, wer sein Schöpfer ist, wer ihn erschaffen hat, hat er vergessen. Und das erklärt uns Isa alayhi salam, Jesus, Friede sei mit ihm. Ein rechtschaffener Prophet Gottes. Ein rechtschaffener Mensch, den Allah Jalla Jalal in die Dunya gegeben hat. Er erklärt uns das und sagt uns, die Dunya kam einmal zu Jesus, Friede sei mit ihm, alayhi salam, in Form, also in einer Form, meine ich nicht Form, in einer Form von einer Prostituierte. In einer Form von einer Prostituierte. Dann sagte Jesus, möge der Gottes Frieden auf ihn ruhen, warst du irgendjemanden treu, Dunya? Warst du schon irgendjemanden in dieser Welt treu? Ja, Dunya. Und was sagte sie? Nein. Ich war keinem treu. Ich war gar keinem treu. Außer einem. Und bevor die sagte, wem? Fragte Jesus sie, und wie viele hattest du Verehrer gehabt? Wie viele haben dich verehrt? Sie sagt Milliarden. Millionen. Milliarden haben mich verehrt. Mein Schmuck, der gar kein Schmuck war. Mein Honig, der bitter war. Mein Gold, der nicht glänzte, der nur verführen hat diese Augen. Mein Geruch, der stinkte, aber ich habe sie verführt. Ich war keinem treu außer einem. Das war Iblis, Lanatullahi Ali. Das war der Teufel. Ihm bin ich treu. Warum? Weil er ist mein Zuhälter. Er holt die Leute für mich, damit ich sie bedienen kann. Lass dich nicht von diesem bedienen, sondern diene Allah Jalla Jalal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verstehen.